Frau Harrison saß ruhig in einer etwas heruntergekommenen innerstädtischen Wohnung. Der Tisch vor ihr und der Stuhl, auf dem sie saß, waren die einzigen Möbelstücke im Zimmer. Direkt gegenüber von ihr waren vier Objekte unter schwarzen Tüchern verborgen. Harrison strich sich eine brünette Haarlocke aus den Augen und seufzte, als sie sich auf ihre Hand lehnte. Es dauerte nicht lange, bis sie ihre Uhr überprüfte. Sowohl die Uhr als auch die Kleidung, die sie trug, deuteten darauf hin, dass sie es nicht gewohnt war, lange auf etwas zu warten, und ihr Gastgeber hatte sie nun bereits 15 Minuten warten lassen. Die Tür hinter ihr öffnete sich und ein gut gekleideter Mann betrat leise die Wohnung. Er war kahlköpfig und blass, eine Brille saß schief auf seiner Nase und er schloss die Tür hinter sich. »Diese Verzögerung tut mir schrecklich leid, Frau Harrison«, sagte er, als er sich auf die andere Seite des Tisches begab. »Ebenso wie diese schreckliche Unterkunft. Leider müssen aus Rücksicht auf das Geschäft meines Arbeitgebers diese Dinge vor neugierigen Blicken geschützt werden.« Der Mann streckte seine Hand zum Schütteln aus. Harrison hielt für einige Augenblicke inne, erwiderte die Geste jedoch schließlich. Seine Hand war kalt und feucht, sodass Harrison die Entscheidung sofort bereute. »Mein Name ist Saker«, sagte er mit einem kleinen Lächeln. »Sollen wir mit dem Beratungsgespräch beginnen?« »Ich bin etwas verwirrt. Ich dachte, ich würde heute Anderson treffen«, antwortete Harrison. »Ich fürchte, das ist nicht möglich, Frau Harrison«, Saker schüttelte den Kopf. »Einige unserer Konkurrenten sind nicht gerade dafür bekannt, fair zu spielen, und deshalb kümmert sich Anderson nur um Angelegenheiten von größter Wichtigkeit. Nein, ich fürchte, für heute muss ich genügen.« »Wenn das so ist, kann man wohl nichts machen.« Harrison seufzte, dann schaute sie auf die von den Tüchern bedeckten Objekte und neigte ihren Kopf zur Seite. »Jedenfalls«, begann Saker, als er ihr Interesse bemerkte, »die Tatsache, dass sie uns kontaktieren konnten, um dieses Treffen zu arrangieren, zeigt, dass sie sowohl vertrauenswürdig sind, als auch über das nötige Kapital für den Kauf eines unserer Droiden verfügen. Darf ich fragen, wonach Sie konkret suchen, Frau Harrison?« »Warum zeigen Sie mir nicht einfach, was Sie haben? Und ich sage Ihnen, wenn mir etwas gefällt.« »Sehr gern«, antwortete Saker mit einem Achselzucken. Dann griff er in seine Tasche und legte was wie drei kleine schwarze Gummibälle mit je einem roten Punkt in der Mitte aussah, auf den Tisch. Die Bälle drehten sich schnell von alleine, sodass die roten Punkte in Harrisons Richtung zeigten. »Bei diesen kleinen Kerlen handelt es sich um unsere Aufklärungsdrohnen der AMO-Reihe. Sie sind eine Art Spionageroboter.« Saker schnippte mit den Fingern. Die Bälle begannen daraufhin, sich wieder zu drehen. »AMO-Reihe Demo.« Jede der Kugeln begann dann auf dem Tisch herumzurollen und stoppte hin und wieder. Ein Satz von vier nadelförmigen Beinen erschien dann, sodass sie für einen kurzen Moment umherkrabbelten, bevor sich diese Extremitäten wieder zurückzogen und die Kugeln wieder zu rollen begannen. »Jeder dieser Jungs ist in der Lage, bis zu 48 Stunden Video- und Audioaufnahmen zu machen. Sie können ihre Farbe ändern, um sich ihrer Umgebung anzupassen, und haben die Fähigkeit, glatte Oberflächen hochzuklettern. Jeder verfügt über eine kleine Nadel für die Injektion von Medikamenten oder, falls gewünscht, von etwas ein wenig tödlicherem. Sie sind einzeln oder im Dreierpack erhältlich. Jeder ist so programmierbar, dass er nur dem Befehl ihrer Stimme folgt, wie es bei allen unseren Modellen Standard ist.« Harrison sah zu, wie eine Drohne zu ihr rollte und auf ihre Hand kroch. Sie legte den Miniaturdroiden mit einem Lächeln vorsichtig wieder auf den Tisch. »Erstaunlich, aber nicht wirklich das, wonach ich suche«, sagte sie. Saker nickte und sammelte die drei Droiden wieder ein. Dann näherte er sich zwei der abgedeckten Objekte und stand zwischen ihnen, als er die Abdeckung herunterzog. Das Gerät auf seiner linken Seite war nicht höher als etwa 60 cm und glich einer großen schwarzen Vase mit Deckel. Vier dicke, spinnenartige Beine fuhren aus seiner Unterseite, während es aufstand, und erhöhten seine Größe um einen Meter. In der Mitte des Apparats leuchtete ein schmaler roter Ring. Die Seitenwände öffneten sich und enthüllten vier Gewehrläufe. Das Gerät zu seiner Rechten glich einem kleinen Düsenflugzeug, etwa 2/3 Meter lang und eine Flügelspannweite von 1/3 Meter. In der Mitte jedes Flügels befand sich ein Rotor, der Harrison an einen Hubschrauber erinnerte. Die Rotoren begannen sich leise zu drehen, als der Droide zu schweben begann. Eine kleine Kamera tauchte aus einem Panel auf der Unterseite des Droiden auf und fokussierte sich auf Harrison, während der Rest des Droiden in der Luft schwebte. »Vielleicht sind Sie dann mehr an Sicherheit interessiert«, sagte Saker, als er auf die beiden neuen Droiden zeigte. »Links von mir sehen Sie unsere Einrichtungsverteidigungseinheit der Aplomado-Reihe. Sie kann mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet werden, besitzt eine Wärmebildkamera und ist mit einer dicken, kugelsicheren Hülle ausgestattet. Zu meiner Rechten befindet sich unsere Flugdrohne der Merlin-Reihe. Auch diese verfügt über eine Wärmebildfunktion,
kann mit einer Vielzahl von Waffen ausgestattet werden und kann bis zu 96 Stunden an Videomaterial aufzeichnen. Zudem ist sie während des Fluges nahezu geräuschlos und für alle Arten von Aufnahmegeräten unsichtbar. Beide Droiden sind in der Lage, sich untereinander und mit anderen Droiden ihrer Reihe zu vernetzen, um ein umfassendes Sicherheitssystem bereitzustellen. Wie immer sind beide so programmierbar, dass sie nur auf die Befehle ihrer Stimme hören. Das ist ein bisschen zu extrem für das, was ich vorhabe. Ich glaube nicht, dass ich jemals diese Art von Feuerkraft brauchen werde. Kicherte Harrison. Saker lachte kurz und nickte dann. Die beiden Droiden kehrten in den Standby-Modus zurück, während Saker sich zu dem nächsten bedeckten Objekt bewegte. Ich vergesse manchmal, dass nicht alle unsere Kunden ein so hohes Maß an Sicherheit oder Privatsphäre brauchen, sagte er, als er das Tuch wegzog. Vielleicht etwas häuslicheres, ja? Unter dem Tuch befand sich ein kleiner Würfel, der einem kleinen Lederfußhocker ähnelte. Wie beim Aplomado tauchten vier spinnenartige Beine auf, die etwa einen Meter lang waren. Ein großer blauer Schlitz auf der Vorderseite stellte scheinbar die Augen dar. Aus der Rückseite tauchten vier dünne Metallarme mit jeweils einer Kralle am Ende auf. Einer der Arme streckte sich quer durch den Raum in Richtung Harrison und bot ihr einen Händedruck an. Harrison kicherte, als sie die Geste begeistert annahm. Das ist unsere häusliche Allzweckeinheit der Kestrel-Reihe. Saker grinste. Jeder kommt standardmäßig mit vier Armen, kann aber für einen Aufpreis mit zusätzlichen ausgestattet werden. Die Standardarme können sich bis zu 4 Meter Länge ausfahren und sind mit einer Kamera ausgestattet, sodass der Droide sehen kann, was er tut. Spezialarme sind für eine Vielzahl von Aufgaben erhältlich. Der Droide ist programmierbar, sodass er eine Vielzahl von häuslichen Aufgaben übernehmen kann. Das ist definitiv die richtige Richtung. Harrison lächelte. Aber haben Sie nicht etwas, mit dem man sich mehr identifizieren kann? Saker zog die Augenbrauen hoch. Humanoid? Fragte er. Das wäre ideal, antwortete sie. Saker grinste triumphierend, als er sich dem letzten Tuch näherte. Sie haben Glück, Frau Harrison, denn ich habe das Beste für den Schluss aufgehoben. Erlauben Sie mir, Ihnen unser beliebtestes Modell vorzustellen. Den humanoiden Allzweckdroiden der Peregrine-Reihe. Saker riss begeistert das letzte Tuch weg, um etwas zu enthüllen, das fast wie ein in einem Stuhl sitzender Crash-Test-Dummy aussah, aber mit einer Haut aus stabilem, schwarzen Stoff bedeckt war. Zwei weiße Plastikscheiben, die als Augen zu dienen schienen, starrten Harrison leer an, als der Droide seinen linken Arm hob und winkte. Eine rote Seriennummer 045, die in den Arm eingenäht war, wurde sichtbar. Guten Abend, Frau Harrison, sagte der Droide mit einer Computerstimme. Jeder PRHD ist mit unserer speziellen Aramid-Beschichtung und Selbstreparaturfähigkeiten ausgestattet. Vollständige Sprachkompetenz in drei Sprachen ist Standard, aber mehr kann gegen eine geringe Gebühr einprogrammiert werden. Darüber hinaus ist jede PRHD-Einheit mit einer hochentwickelten künstlichen Intelligenz und einer unserer 7 vorprogrammierten Persönlichkeiten ausgestattet. Diese Persönlichkeiten entwickeln sich und passen sich ihrem Gebrauch des Droidens an. Dadurch haben sie eine einzigartige Fähigkeit, Beziehungen aufzubauen, die in unseren anderen Droiden nicht zu finden ist. Saker hielt inne, als er eine Hand auf die Schulter des Droiden legte. Harrison durchquerte den Raum und kniete neben dem Droiden nieder und nahm vorsichtig seine Hand in ihre, bevor sie zu ihrem Gastgeber aufsah, um ihn zum Weiterreden aufzufordern. Darüber hinaus haben wir mehrere Module für eine Vielzahl von Fertigkeiten, die in jedem Droiden einprogrammiert werden können, von Kampf bis hin zur Hausarbeit. Das ist unser bisher mit Abstand flexibelstes Modell. Wenn Sie wollen, können Sie Ihrem PRHD die Erlaubnis erteilen, Befehle an eines unserer anderen Droiden-Modelle in Ihrem Namen zu erteilen. Es kann als Kommandoeinheit für Ihre Merlins, Aplomados und Amios oder als Vorarbeiter für Ihre Kestrels dienen. Saker streichelte den Hinterkopf des Droiden. Diese hier sind wahrlich meine Favoriten. Harrison nickte zustimmend. Sie stand wieder auf und sah alle anderen Droiden an und dann zurück zur PRHD. Ich glaube, wir sind im Geschäft, Herr Saker, sagte sie. Ich möchte jedoch wissen, ob ich meinen Kauf heute mit nach Hause nehmen kann. Oder ob ich darauf warten muss, meinen neuen Droiden zu einem späteren Zeitpunkt zu erhalten. Sind diese Einheiten hier einsatzbereit? Ich fürchte nicht, Saker runzelte die Stirn. Das sind nur unsere Demo-Modelle. Keine Bewaffnung, keine Module, keine Persönlichkeit. Nur die grundlegendste unserer Programmierung. Sie sehen hier nur die Gehäuse, denen wir dann die von Ihnen gewünschten Features hinzufügen werden. Ausgezeichnet. Harrison grinste. Das macht meine Arbeit viel einfacher. Dann zog sie eine Pistole aus ihrer Jackentasche, ihren Finger am Abzug, als sie die Waffe auf Saker richtete. Sie sprach dann in ein Mikrofon, das in ihrem Kragen versteckt war. Alles klar, Zentrale. Schickt das Team rein. Saker blinzelte ungestört auf die Waffe hinunter. Frau Harrison, Sie haben mich angelogen, seufzte er, als er den Kopf schüttelte. Ich würde mir mehr Sorgen darum machen, meine Hände hinter den Kopf zu packen und mich auf den Boden zu legen, wenn ich du wäre.
Saker weigerte sich, dem nachzukommen. Für wen arbeiten sie? Wohl nicht für die globale okkulte Koalition, da dieses Gebäude noch nicht pulverisiert wurde. Die Diebe, die für Prometheus arbeiten, hätten nichts etwas Direktes versucht und die Männer von MC&D hätten bereits eine Massenabnahme abgeschlossen. Ich schätze, das macht sie zu Angestellten der Foundation. Runter! Unterbrach ihn Harrison. Saker seufzte wieder, als er nachgab. Wir haben uns gefragt, wann die Foundation so eine Operation versuchen würde. Herzlichen Glückwunsch, dass sie dieses Treffen arrangiert haben und so weit gekommen sind, ohne einen Alarm auszulösen. Ehrlich gesagt, wenn man bedenkt, wie lange ihr schon 31 aufschlitzt, dachte Anderson, es würde viel, viel früher passieren. Ruhig! Rief Harrison. Saker schüttelte wieder den Kopf. Es tut mir leid, dass ich das tun muss. An alle Einheiten, aktiviert das Foundation-Protokoll. Ein ohrenbetäubendes Geräusch ertönte im Raum, das einem Schrei ähnelte und Harrison zwang, ihre Ohren vor Schmerzen zuzuhalten. Als sie um sich schaute, um die Quelle des Geräuschs zu finden, sah sie entsetzt, dass alle Droiden auseinanderfielen. Die Amor-Einheiten flachten ab und schmolzen zu kleinen Häufchen auf dem Tisch. Der Aplomado kippte um, das zähe Äußere splitterte, bevor es in 1000 Stücke zerbrach. Das Innere war bereits in Rost zerfallen. Der Merlin zerfiel und rieselte leicht zu Boden, wie eine Staubwolke. Die Haut der Kestrel-Einheit schrumpfte und die darunterliegende Kunststofffülle blubberte durch den Stoff. Jeder von ihnen gab weiterhin sein eigenes hohes Kreischen von sich, bis der Raum still wurde und nur noch das Lachen von Saker hörbar war. Harrison drehte sich zu ihm um und keuchte. Seine Haut schmolz zu einem weißen Schaum, der immer rosiger wurde, je mehr Blut sich der Mischung anschloss. Darunter wurde ein Plastikskelett, das dem PRHAD ohne Stoffhaut ähnelte. Bald war auch das weggeschmolzen. Das Lachen hörte auf und der Raum wurde still. Harrison sah sich die verschiedenen schwarzen Pfützen um sie herum an. In ein paar Sekunden würde der Rest des Einsatzteams hereinplatzen, aber das würde nichts nützen. Anderson hatte wieder einmal bewiesen, dass er die Oberhand hatte.